Hallo und willkommen, hier ist Terra Express. In unserem Essen versteckt Jod und was Sie darüber wissen sollten. Warum Jod in Tierfutter gemischt wird und wie es von dort auf unsere Teller gelangt. Und wem Jod nicht gut tut, worauf Verbraucher achten müssen. Wenn Salz gekauft wird, greifen die meisten Deutschen zum Jodsalz. Denn das zugefügte Jod gilt als gesund. Jeder Arzt empfiehlt dir Jodsalz. Und es soll noch mehr jodiert werden. Das zumindest fordert der Arbeitskreis Jodmangel. Auch wenn sich nicht alle Experten darüber einig sind, wie viel Jod wirklich gut für jeden ist. Wir fordern halt, dass wirklich alles Salz, was wir verwenden, eigentlich jodiert sein sollte. Ich wünsche bitte schön kein Element extra den Lebensmitteln zugesetzt. Das Spurenelement ist lebensnotwendig und wichtig, um Schilddrüsenerkrankungen zu vermeiden. Doch die Entwicklung mancher Schilddrüsenkrankheiten sind erstaunlich, trotz Jodierung. So haben einige Ärzte den Verdacht, dass die Zahl der Erkrankungen ansteigt. Wie wirkt sich das zusätzliche Jod in Lebensmitteln aus? Und wie wirken sich jodierte Futtermittel aus, über die das Jod in tierische Produkte und darüber in unser Essen gelangt? Kann zu viel Jod zum Risiko werden? Terra Express will es wissen und lässt unterschiedliche Lebensmittel auf ihren Jodgehalt hin untersuchen. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Die Suche nach Klarheit wird wie ein Hindernislauf. Alles hat damit angefangen, dass Deutschland zum Jodmangelgebiet erklärt wurde. Vor allem in landwirtschaftlich genutzten Böden gäbe es zu wenig Jod, so Wissenschaftler. Eine wichtige Ursache dafür, dass unsere Bevölkerung nicht flächendeckend mit diesem lebenswichtigen Spurenelement versorgt werde. Vor allem ein Grund für viele Schilddrüsenprobleme. Inzwischen steckt Jod in unzähligen Lebensmitteln, nicht nur, aber vor allem durch jodiertes Speisesalz. Ob Jodsalz drin ist oder normales Salz, muss draufstehen. Zu erkennen beim genauen Hinschauen im Kleingedruckten der Zutatenliste. Ein x-beliebiger Supermarkt. Welches Salz bevorzugen Kunden? Normales Salz, Meersalz. Jodsalz kaufe ich ein. Ich kaufe immer Biosalz. Mit Jod halt. Weil ich denke, das ist gesünder. Tatsächlich handelt es sich bei ca. 80% des verkauften Speisesalzes um Jodsalz. Wer aber mit Jod vorsichtig sein will oder sollte, der kann es vermeiden. Denn es steht ja drauf. Aber was, wenn man nicht nur selber kocht und backt? Eine der großen Bäckereien, das Backhaus Lüning mit Hauptsitz in Bingen am Rhein und 50 Filialen in der Region. Über 300.000 Backwaren täglich. Für Produktionsleiter Walter Sprengart ist Jodsalz selbstverständlich. Jodsalz verwenden wir seit ca. 15 Jahren schon. Und zwar haben sehr viele Kunden in der Zeit nachgefragt nach Jodsalz. Und weil Salz der Geschmacksträger in Backwaren ist, kommt nicht wenig davon rein. Wie viel extra Jod man so zu sich nimmt, ist kaum nachvollziehbar. Sprengart vertraut den gängigen Ratschlägen. Es geht durch die Presse. Jeder Arzt empfiehlt dir Jodsalz. Also ich habe keinen Kunden, der explizit nach Brötchen oder Brot fragt, ohne Jodsalz. Auch in zahlreichen deutschen Restaurants und Kantinen wird jodiertes Salz verwendet. Schwierig für alle, die ihre Jodversorgung selbst bestimmen möchten. Andere Großbäckereien, wie zum Beispiel Kamps aus Nordrhein-Westfalen, verzichten auf Jodsalz. In ihren hunderten Bäckereien und Backstuben wird nur noch mit unjodiertem Steinsalz produziert. Der Verzicht auf Jodsalz kommt denen entgegen, die zum Beispiel wegen gesundheitlicher Probleme ihre Jodzufuhr selbst kontrollieren wollen. So wie Matthias Hank. Er ist an der Schilddrüse erkrankt und sollte bei seiner Ernährung aufpassen. Sein Arzt empfiehlt ihm, sich jodarm zu ernähren. Gar nicht so leicht. Bewusst ist es so, dass ich ganz oft in Läden gehe und finde überhaupt keine Wurst ohne Jodzusatz, ohne Jodsalz. Also es ist ganz oft so, dass ich dann Packung für Packung in die Hand nehme, muss alle Zutaten durchschauen, wieder Jodsalz. Dann steht manchmal nur Salz, Klammer, jodiert. Also es ist vor allem auch nicht einheitlich die Bezeichnung des Jodsalzes. Matthias Hank ist besonders achtsam. Trotzdem ist es für ihn kaum möglich, beim Einkauf den Überblick zu behalten. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung liegt die obere tolerable Jodzufuhr bei gesunden Erwachsenen bei 500 Mikrogramm Jod am Tag.
Doch es gibt auch Jodbefürworter, die bei Überschreitung der Dosis keine nennenswerte Gesundheitsgefahr sehen. Woanders gibt es allerdings Hinweise auf Folgen einer Überjodierung. Laut einer Studie des dänischen Forschers Peter Laurberg haben Fälle von Schilddrüsenunterfunktion während der Jodierung in Dänemark deutlich zugenommen. Mögliche Folgen könnten Atemnot, Depressionen, Blutdruck und Herzprobleme sein. Werden die Risiken der Jodmengen in unseren Lebensmitteln unterschätzt? Wer zum Beispiel wegen Schilddrüsenproblemen auf Jod aufpassen sollte, hat es schwer. Wie Matthias Hank, der erst nicht wusste, was ihm fehlt. Er fühlt sich eines Tages irgendwie seltsam und bemerkt körperliche Veränderungen. Hank ist sich sicher, irgendetwas stimmt nicht. Und das, obwohl er sich doch gesund ernährt. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so fit bin wie vorher, dass ich nicht mehr so sportlich bin, dass wenn ich kürzere Strecken, vielleicht 200 Meter leicht den Berg hochlaufe, außer Puste komme. Ich war erschöpft, müde, Schlafstörungen habe ich stark gehabt. Was ist nur los mit ihm? Bei 5 Medizinern hat er sich schon untersuchen lassen. Dann wendet er sich an einen Arzt für innere Medizin. Dr. Joachim Strinz veranlasst einen Bluttest und untersucht per Ultraschall die Schilddrüse. Die Problematik ist die, dass zunächst mal nicht an die Schilddrüse gedacht wird. Und zwar deswegen, weil die Veränderungen sehr schleichend und sehr langsam ablaufen. Die Schilddrüse, ein hochsensibles Organ. Erkrankt sie, geraten Stoffwechsel und Hormonhaushalt außer Kontrolle. Der Arzt ist sich sicher. Diagnose Hashimoto. Eine Erkrankung der Schilddrüse, die häufiger vorzukommen scheint. Und der Arzt ist überzeugt, dass die Zahl der Erkrankungen ansteigt. Unklar ist noch, wodurch bei Matthias Hank die Erkrankung ausgelöst wurde. Er achtet immer auf seine Ernährung, nimmt sogar Nahrungsergänzungsmittel ein, wie Millionen andere Menschen auch, die wie er meinen, damit mehr für ihre Gesundheit zu tun. Also ich habe das genommen, weil ich gedacht habe, das ist besonders gut für mich, da sind viele tolle Vitamine drin. Ich habe geraucht damals und dann dachte ich, ja, da brauche ich irgendwas. War ja auch in der Werbung immer drauf gestanden, ja, nehmen Sie, das ist gut für Sie. Matthias Hank glaubt an die Versprechen. Über Jahre nimmt er nahezu täglich das Mittel. Jede seiner Tabletten enthält dabei laut aktueller Verpackung 100 Mikrogramm Jod. Das allein schon ist die Hälfte der allgemein empfohlenen Tagesdosis. Wir haben den Verdacht, dass Jod in dem Krankheitsprozess doch eine Rolle spielt, dass das Jod quasi den ganzen Prozess in Gang setzt. Aber noch wissen die Mediziner nicht genug über die genauen Ursachen der Krankheit. Genetische Veranlagung ist wohl ein Faktor, doch auch Jod könnte möglicherweise Einfluss haben. Nicht nur Matthias Hank ist betroffen. Seit kurzem besteht bei seinem 12-jährigen Sohn ebenfalls der Verdacht auf Hashimoto. Sicher ist, dass Betroffene wie Matthias Hank ihre Jodaufnahme beobachten sollten. Aber wie kann das trotz einer Jodierung von Lebensmitteln funktionieren? Es wird da relativ unkritisch mit umgegangen. Ich betrachte Jod ja als Medikament in dem Sinn. Wenn man ein Medikament nimmt, ja Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen aufzeichnen und untersuchen, ob sowas überhaupt auftritt. Aber das ist meines Wissens nie passiert. Das Spurenelement Jod ist lebenswichtig. Die Schilddrüse benötigt es auch zur Produktion von Hormonen. Wir alle brauchen Jod. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber ob wir genug über die Gefahren wissen, das bleibt auf jeden Fall zu fragen. Wer also Nahrungsergänzungsmittel kauft, sollte vorher ganz genau die Beschriftung auf der Verpackung lesen. Da muss nämlich draufstehen, ob und in welcher Menge Jod enthalten ist. In seiner reinsten Form gilt der Stoff übrigens sogar als Gefahrgut. Und so sieht Jod aus. Klar, als Spurenelement ist es gut und wichtig für die Gesundheit. Aber wie viel ist gut und ab welcher Menge ist es schädlich? Schwer zu sagen, denn nicht mal die Experten sind sich einig. Einen von diesen Experten treffen wir hier, auf dem Wochenmarkt. Der Lebensmittelchemiker Udo Pollmer zählt zu den Kritikern, die seit Jahren vermeintliche Ernährungsgewissheiten hinterfragen.
Er hat sich auch intensiv mit Jod beschäftigt. Zu behaupten, es gäbe eine Region mit Jodmangel und das heißt, müssen wir an dieser Region das Jod supplementieren, das ist also ein Versuch, den Menschen zu erzählen, dass das, was sie essen, regional ist. Es ist global, was sie essen. Pollmer hat sich bei seinen Recherchen auch mit der Internetseite vom Arbeitskreis Jodmangel auseinandergesetzt. Dieser Arbeitskreis treibt seit 1984 die Jodversorgung in Deutschland voran. Zu den Vertretern zählen auch Ärzte und Ernährungswissenschaftler. Einer von ihnen ist mitverantwortlich für eine Studie, die 2011 veröffentlicht wurde. Das Ergebnis aus der sogenannten Donald-Studie? Bei Kindern aus Deutschland zwischen 6 und 12 Jahren habe sich die Versorgung mit Jod verschlechtert. Dafür wurden knapp 300 Kinder aus Dortmund untersucht. Udo Pollmer zweifelt an der Zuverlässigkeit der Messmethoden derartiger Studien. Auch andere Thesen des Arbeitskreises Jodmangel hält er für fragwürdig. Aha, ganz kleingedruckt. Ob aufmerksam oder unkonzentriert, oft liegt es am Jod. Ein genauer Blick auf die Internetseite des Arbeitskreises zeigt, zu den Förderern gehören neben Pharmakonzernen auch große Salzhersteller. Salzproduzenten wie der Chemiekonzern AkzoNobel. In der Salzfabrik im niederländischen Hengelo werden jährlich 2,5 Millionen Tonnen Salz produziert und in die ganze Welt geliefert, auch nach Deutschland. In einem aufwendigen Verfahren entsteht aus der Sole unter anderem Speisesalz. Ein Teil davon wird jodiert. Das Jod wird dafür aus Chile geliefert und als Pulver zunächst in Wasser gelöst. Der Jodgehalt muss regelmäßig kontrolliert werden, denn Jodflüssigkeit und Speisesalz dürfen nur in gesetzlich festgeschriebenen Mengen gemischt werden. Jodbefürworter in Deutschland sind davon überzeugt, dass dies für die Jodversorgung noch nicht ausreicht. Wir fahren nach München zum Sprecher des Arbeitskreises Jodmangel. Für eine flächendeckende Jodierung in Deutschland setzt sich der Schilddrüsenspezialist Roland Gärtner seit langem mit großer Überzeugung ein. Wir fordern halt, dass wirklich alles Salz, was wir verwenden, eigentlich jodiert sein sollte. Wie das in anderen Ländern auch der Fall ist. Ja, es gibt halt diese sogenannte generelle Jodsalzprophylaxe, wo praktisch für den Verzehr immer nur Jodsalz zur Verfügung steht. Beispiel Österreich. Hier ist gesetzlich geregelt, dass unjodiertes Speisesalz nur auf ausdrückliches Verlangen des Kunden abgegeben werden darf. In Deutschland ist man bisher vorsichtiger. Bereits 2002 warnt das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, die Jodobergrenze von 500 Mikrogramm sollte nicht überschritten werden. Zitat: Da insbesondere ältere Menschen mit unerkannter Autonomie der Schilddrüse dem Risiko einer lebensbedrohlichen Entgleisung der Schilddrüsenfunktion ausgesetzt wären. Professor Roland Gärtner ist trotzdem sicher, bei normaler Ernährung sei es kaum möglich, über die empfohlenen Jodgrenzwerte zu kommen. Und selbst wenn, zu viel Jod sei nur in absoluten Ausnahmefällen gesundheitsschädigend und sei daher als Risiko zu vernachlässigen. Natürlich ist es so, dass es möglicherweise Einzelne gibt, die meistens aber nur denken, dass sie keinen Jod vertragen. Ja? Und ich denke nicht, dass man auf die wenigen Rücksicht nehmen muss. In Deutschland ist es von den Erwachsenen etwa jeder Dritte, der Probleme mit der Schilddrüse hat, also rund 30%. Das haben Schätzungen ergeben. Wie viele der Betroffenen deshalb eher geringe Jodmengen zu sich nehmen sollten, das ist nicht bekannt. Und Gärtner will zukünftig nicht weniger, sondern mehr Jod verabreichen. Nun ist es so, dass von der EU gefordert wird, dass der Salzkonsum zurückgeht. Und wenn das der Fall ist und wenn das durchgesetzt wird, dann müssen wir natürlich die Jodierung des Speisesalzes erhöhen. Das ist ganz klar. Den Lebensmittelexperten Udo Pollmer überzeugt das nicht. Daten über das Pharmaunternehmen Sanofi machen ihn stutzig. Die Firma ist Marktführer mit ihrem Schilddrüsenmedikament L-Thyroxin. Nach einer wissenschaftlichen Erhebung der Krankenkasse AOK sind die verschriebenen Tagesdosen für alle gesetzlich Versicherten in Deutschland allein für dieses Medikament seit 2007 enorm gestiegen.
Ein Indiz dafür, wie Schilddrüsenkrankheiten in Deutschland zunehmen, trotz Jodierung? Im Grunde gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, den Erfolg dieser ganzen Geschichte zu prüfen. Man schaut einfach nach, ob das Einkommen oder der Umsatz dieser ganzen Schilddrüsenmedizin gestiegen sind oder ob das gesunken ist. Wenn das so wirkt, wie man den Menschen erzählt hat, wie man es ihnen jahrzehntelang erzählt hat, dann müssen die jetzt inzwischen alle am Bettelstock gehen. Befürworter der Jodierung halten entgegen, bei vielen Patienten wirke sich eine lange zurückliegende Unterversorgung mit Jod erst jetzt aus. Außerdem habe sich die Diagnostik verbessert. Heute werde eine Schilddrüsenerkrankung viel schneller und daher öfter diagnostiziert und medikamentös behandelt. Unabhängig davon treiben uns die Recherchen zu einer entscheidenden Frage. Wer weiß eigentlich, wie viel Jod die Menschen in Deutschland tatsächlich aufnehmen? Nicht nur laut Kritikern gibt es kaum eine repräsentative Studie, die strengen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Es ist natürlich so, dass diese epidemiologischen Studien und Ernährungsstudien immer irgendwelche Schwächen haben und einen gewissen Unschärfefaktor haben. Aber dieser Unschärfefaktor ist sicher nicht so groß, dass die Quintessenz, die daraus gezogen wird, komplett falsch ist. Die Weltgesundheitsorganisation allerdings stuft Deutschland seit 2007 gar nicht mehr als Jodmangelgebiet ein. Udo Pollmer ist einer von denen, die den künstlichen Zusatz von Jod schon aus grundsätzlichen Überlegungen nicht wollen. Ich wünsche bitteschön kein Element extra die Lebensmittel zugesetzt. Wenn jemand zufälligerweise einen Mangel hat, dann kann man darüber reden. Aber ich will auch nicht, dass Antibiotika und dem Essen zugesetzt werden, weil es irgendjemanden gibt, der glaubt, dass die Bevölkerung davon einen Mangel hat. Man hat kaum die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob man jodierte Nahrung zu sich nehmen will oder nicht. Denn dazu müsste man wissen, wo, überall, wie viel Jod drin ist. Jod steckt übrigens nicht nur in Lebensmitteln. Schwangere beispielsweise bekommen das Spurenelement oft konzentriert in Tablettenform verabreicht, da sie besonders viel davon brauchen. Eine Standardprozedur, die vielfach angewendet wird, ohne vorher zu überprüfen, ob die werdende Mutter das Jod überhaupt benötigt oder ob sie nicht schon längst ausreichend damit versorgt ist. In solchen Fällen wäre es natürlich prima, wenn es einen sicheren Leitfaden gäbe, mit dessen Hilfe die Betroffenen selber ausrechnen können, wie viel sie täglich zu sich nehmen. Doof nur, wenn man sich auf die angegebenen Zahlen nicht verlassen kann. Wenn wir beim Einkaufen wissen wollen, ob und wie viel Jod in den Lebensmitteln wirklich drinsteckt, dann suchen wir oft vergeblich nach Informationen. Auf vielen Verpackungen steht sowas nicht drauf. Aufklärung verspricht vielleicht das Internet. Tatsächlich, ein Jodrechner auf den Seiten des Pharmakonzerns Hexal soll helfen, den Jodgehalt im Essen zu bestimmen. Wir wollen wissen, wie viel Jod zum Beispiel in der Kuhmilch steckt. Der Rechner hat offenbar die Zahlen vertauscht. Gemeint sind 3,3 Mikrogramm Jod pro 100 Milliliter. Und da steht ein Vermerk. Der Jodgehalt kann deutlich höher sein, wenn Milchkühe jodiertes Futter erhalten. Wir wollen wissen, was das genau bedeutet und fahren zu einem Milchviehbetrieb. Der hier liegt in Mecklenburg-Vorpommern. 220 Kühe werden dort gehalten. Es ist üblich, dass die Tiere ein Spezialfutter bekommen, unter anderem versetzt mit Mineralstoffen, Vitaminen und mit Jod. Das Jod soll die hochgezüchteten Kühe stärken und vor Krankheiten schützen. Täglich wird dieser Futterzusatz mit Mais und Grassilage vermischt. Damit die Jodmenge konstant bleibt, achtet Betriebsleiterin Kathi Schiffler genau darauf, dass alles korrekt abläuft. Um zu gewährleisten, dass eine Kuh nicht mehr Jod zu sich nimmt oder auch weniger Jod, weil sie haben einen bestimmten Bedarf, wird das in einer Hofmischung vorgemischt und somit jeden Tag ziemlich exakt zugegeben. Durchaus gängige Praxis ist es auch, die Zitzen der Kühe nach dem Melken mit jodhaltigen Mitteln zu desinfizieren. So kann Jod zusätzlich in die Milch der Kühe gelangen und den Jodgehalt entsprechend beeinflussen. Je nach Hof kann die Jodmenge stark variieren. Wie soll man da wissen, wie viel Jod am Ende in der Milch steckt? Terra Express will herausfinden, ob den Futtermittelherstellern bewusst ist, dass sie indirekt zur Jodversorgung der Menschen beitragen. Von zahlreichen angefragten Unternehmen ist die Firma Dr. Schette die einzige, die uns Dreharbeiten erlaubt.
Die Firma ist spezialisiert auf Ergänzungsfutter und Tierarzneimittel. Nach eigener Aussage wird hier nur ein Zehntel der gesetzlich erlaubten Höchstmenge Jod ins Futter gemischt. Philipp Meyer ist der Herstellungsleiter. Natürlich wird das Jod, das im Tier verfüttert wird, auch weitergegeben über die Lebensmittel. Allerdings ist unser Anspruch, die Tiere gesund zu halten und nicht den Mensch zu versorgen. Der Arbeitskreis Jodmangel begrüßt, dass die Menschen durch jodiertes Futter zusätzlich mit Jod versorgt werden. Milchprodukte und Fleisch- und Wurstwaren würden so die Jodbilanz verbessern. Das Bundesinstitut für Risikobewertung stellt zur Jodierung von Tierfutter allerdings fest, Zitat, bei Ausschöpfung der Höchstmenge von 5 Milligramm Jod pro Kilogramm Tierfutter könnte es zu problematisch hohen Jodaufnahmen in der Bevölkerung kommen. Egal wie, auf Hochleistung gezüchtete Kühe sollen ohne Jod kaum auskommen. Laut Gesetz darf dem Futter in Europa 10-mal mehr Jod zugesetzt werden, als Dr. Schette es beispielsweise tut. Doch ob andere die Maximalmenge ausschöpfen und wie viel Jod in unseren Lebensmitteln landet, wie soll man das überschauen? Terra Express auf dem Weg zu einer Stichprobe, darunter Pizza, Würstchen, verschiedene Eier und Milchsorten. Ein unabhängiges Labor soll sie auf ihren tatsächlichen Jodgehalt untersuchen. Was wir auch wissen wollen, mit wie viel davon wird schon eine Dosis von 200 Mikrogramm Jod erreicht, die für 13- bis 51-Jährige empfohlene Tagesmenge. Für Kinder und ältere Menschen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung weniger Jod. Schwangere und Stillende sollen mehr Jod zu sich nehmen. Laut Lebensmittelexperten haben Eier einen natürlichen Jodgehalt von knapp 10 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm. Unsere getesteten Eier haben zum Teil fast 5-mal höhere Werte. Der natürliche Wert für Milch knapp 3 Mikrogramm pro 100 Milliliter. Unsere Milch hatte im höchsten Fall 19 Mikrogramm, also erheblich mehr. Der Kartoffeltopf hat 12 Mikrogramm Jod pro 100 Milliliter. Hier ist auch Jodsalz auf dem Etikett vermerkt. Ein halber Liter Milch, ein Ei, mittags ein Kartoffeltopf mit Würstchen und abends vielleicht eine Pizza. Schon wäre bei unseren Testprodukten mit 215 Mikrogramm Jod die empfohlene Tagesdosis für 13- bis 51-Jährige mehr als erreicht. Jodreicher Fisch würde den Wert deutlich nach oben schnellen lassen. Ganz zu schweigen von zum Beispiel Sushi oder gar Algen. Aber wer kann schon sein Essen immer vom Labor untersuchen lassen, wenn er auf Jod achten möchte oder sogar sollte? Informationsseiten wie diese des Pharmaunternehmens Merck sollen dabei helfen. Der Jodgehalt von Milch wird hier mit 3,3 Mikrogramm auf 100 Gramm angegeben. Unsere Testergebnisse liegen bis zu 6-mal höher. Ähnlich übrigens den Werten bei anderen Tests im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Wie kommt der Pharmakonzern Merck auf seine Zahlen? Ein Interview will uns Merck nicht geben. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, Zitat, eine Varianz der Werte kann beispielsweise durch regionale Unterschiede oder eine unterschiedliche Anreicherung von Futtermitteln von Nutztieren zustande kommen. Aber darauf weist Merck bei seinen Jodangaben wenigstens bis zur Fertigstellung unserer Sendung nicht hin. Auch der Jodrechner des Pharmakonzerns Hexal ist zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten ungenau. Bei Hühnereiern zum Beispiel fehlt bis dahin ein Verweis auf mögliche höhere Jodwerte durch jodiertes Tierfutter. Doch gerade dadurch kann der Jodgehalt auch in Eiern steigen. Auf Nachfrage von Terra Express ergänzt Hexal schließlich die Internetseite. Seitdem ist der Hinweis auf jodiertes Tierfutter nun auch bei Eiern zu finden. Doch auf einer Übersichtsliste mit Nahrungsmitteln fehlt bei Hexal auch bei Fertigstellung unseres Films noch der Hinweis auf jodiertes Tierfutter. Wer sichere Angaben zu Jod sucht, hat es nach wie vor schwer. Auf solche Ratschläge kann man also nicht viel geben. Es ist daher auch gar nicht so einfach zu überblicken, wie viel Jod man mit den Lebensmitteln tatsächlich zu sich nimmt. Und das gilt insbesondere für Fertigprodukte und deren Jodgehalt. Pasta, Fisch oder Gemüsepfanne, tiefgefroren und abgepackt. Wir sind bei der Firma Froster.
Seit über 10 Jahren verzichtet das Unternehmen als eines der ersten der Branche auf künstliche Zusätze, auch auf Jod. Frank Geider leitet die Produktentwicklung. Das Reinheitsgebot bezieht sich ja darauf, dass wir keine Zusatzstoffe einsetzen und Jod wäre ein Zusatzstoff. Das würde sich also von daher schon mal verbieten. Und außerdem verstehen wir uns eher als Restaurant als als Apotheke. Das heißt also, wir maßen uns jetzt nicht an, die Bevölkerung mit Jod zu versorgen. Doch die Umstellung auf zusatzfreie Produkte war schwierig. Denn viele Waren von Zulieferern enthielten bereits Zusätze, auch Jod. Hinzu kommt, die Grundzutaten kommen von zahlreichen Betrieben weltweit. Ob man sich auf die Zulieferer wirklich verlassen kann, ist bis heute auch Vertrauenssache. Der Verzicht auf Zusatzstoffe hat die Produktion aufwendiger und die Produkte teurer gemacht. Deswegen blieben zunächst viele Kunden weg. Später stiegen die Einnahmen jedoch wieder an. Die Firma verzichtet auf Jodzusätze, aber sie greift auch auf konventionell produzierte Lebensmittel zurück. Mancher fühlt sich nur bei Bioprodukten wirklich sicher, denn mehr als im konventionellen Bereich gibt es dort hohe Erwartungen an die Natürlichkeit von Lebensmitteln. Wegen der Schilddrüsenprobleme sollte Matthias Hank wissen, wie viel Jod in seinem Essen ist. Das empfiehlt sein Arzt. Hank hofft, im Biomarkt jodarme Waren zu finden. Wie ihm geht es auch anderen Verbrauchern. Ich bin sehr daran interessiert, nicht zu viel Jod in mich zu kriegen, weil man verrückt gemacht wird mit dem Jod immer. Da ich fast nur Grundnahrungsmittel einkaufe, dann vermeidet man ja Zusätze eigentlich schon sowieso. Ob auf Bioprodukte wirklich Verlass ist, wenn man seine Jodaufnahme kontrollieren will, das möchte Terra Express wissen und lässt unterschiedliche Biowaren auf ihren Jodgehalt testen. Natürliche Grundnahrungsmittel wie Eier und Milch interessieren uns besonders. Der natürliche Jodgehalt für Milch liegt bei ca. 3 Mikrogramm pro 100 Milliliter. Doch der Jodgehalt in unserer Biomilch ist bis zu 5-mal höher. Bei einigen Bio-Eiern sind die Werte sogar 6-mal höher als der von Fachleuten ermittelte natürliche Jodwert. Bio heißt also nicht unbedingt jodarm. Ein Beispiel. Auch Produkte der Demeter-Gruppe, die für besonders strenge Richtlinien bekannt ist, können zusätzliches Jod enthalten. Das hat unser Milchtest gezeigt. Denn auch Demeter-Höfe setzen zum Teil jodiertes Tierfutter ein. Ich finde es nicht gut, dass Demeter jodiertes Viehfutter verwendet, weil ich einfach da eigentlich sicher gehen will, dass ich das eben nicht drin habe. Wir wollen mehr darüber wissen und fahren zur Demeter-Zentrale nach Darmstadt. Warum wird auch auf Demeter-Höfen jodiertes Tierfutter eingesetzt? Jochen Leopold vom Demeter-Verband begründet es so. Die Tiere haben einen hohen Leistungsbedarf. Die Tiere sind gezüchtet auf hohen Leistungsbedarf. Die haben einen hohen Stoffwechsel, einen hohen Umsatz. Die brauchen entsprechend auch Mineralstoffe und auch Jod. Aber es gäbe dennoch Demeter-Höfe, die keine jodierten Futtermittel verwenden würden. Eine aktuelle Liste gibt es zum Zeitpunkt unserer Recherchen jedoch nicht. Klar bleibt, für die Gesundheit ist Jod ein unverzichtbares Spurenelement. Wer aber, wie Matthias Hank zum Beispiel, wegen eines Schilddrüsenproblems auf die Jodaufnahme achten sollte, für den ist es äußerst schwierig, verlässliche Informationen darüber zu bekommen, wo wie viel Jod drin ist. Ich würde mir eben wünschen, dass es irgendwie eine Pflicht gibt, alles korrekt zu deklarieren, was drin ist. Insbesondere für Milch empfiehlt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung eine bessere Beobachtung des Jod. Haben Fälle von Schilddrüsenunterfunktion während der Jodierung in Dänemark deutlich zugenommen. Mögliche Folgen könnten Atemnot, Depressionen, Blutdruck und Herzprobleme sein. Werden die Risiken der Jodmengen in unseren Lebensmitteln unterschätzt? Wer zum Beispiel wegen Schilddrüsenproblemen auf Jod aufpassen sollte, hat es schwer. Wie Matthias Hank, der erst nicht wusste, was ihm fehlt. Er fühlt sich eines Tages irgendwie seltsam und bemerkt körperliche Veränderungen. Hank ist sich sicher, irgendetwas stimmt nicht. Und das, obwohl er sich doch gesund ernährt. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so fit bin wie vorher, dass ich nicht mehr so sportlich bin, dass wenn ich kürzere Strecken, vielleicht 200 Meter leicht den Berg hochlaufe, außer Puste komme. Ich war erschöpft, müde, Schlafstörungen habe ich stark gehabt. Was ist nur los mit ihm? Bei 5 Medizinern hat er sich schon untersuchen lassen. Dann wendet er sich an einen Arzt für innere Medizin. Dr. Joachim Strinz veranlasst einen Bluttest und untersucht per Ultraschall die Schilddrüse.
Die Problematik ist die, dass zunächst mal nicht an die Schilddrüse gedacht wird. Und zwar deswegen, weil die Veränderungen sehr schleichend und sehr langsam ablaufen. Die Schilddrüse, ein hochsensibles Organ. Erkrankt sie, geraten Stoffwechsel und Hormonhaushalt außer Kontrolle. Der Arzt ist sich sicher. Diagnose Hashimoto. Eine Erkrankung der Schilddrüse, die häufiger vorzukommen scheint. Und der Arzt ist überzeugt, dass die Zahl der Erkrankungen ansteigt. Unklar ist noch, wodurch bei Matthias Hank die Erkrankung ausgelöst wurde. Er achtet immer auf seine Ernährung, nimmt sogar Nahrungsergänzungsmittel ein, wie Millionen andere Menschen auch, die wie er meinen, damit mehr für ihre Gesundheit zu tun. Also ich habe das genommen, weil ich gedacht habe, das ist besonders gut für mich, da sind viele tolle Vitamine drin. Ich habe geraucht damals und dann dachte ich, ja, da brauche ich irgendwas. War ja auch in der Werbung immer drauf gestanden, ja, nehmen Sie, das ist gut für Sie. Matthias Hank glaubt an die Versprechen. Über Jahre nimmt er nahezu täglich das Mittel. Jede seiner Tabletten enthält dabei laut aktueller Verpackung 100 Mikrogramm Jod. Das allein schon ist die Hälfte der allgemein empfohlenen Tagesdosis. Wir haben den Verdacht, dass Jod in dem Krankheitsprozess doch eine Rolle spielt, dass das Jod quasi den ganzen Prozess in Gang setzt. Aber noch wissen die Mediziner nicht genug über die genauen Ursachen der Krankheit. Genetische Veranlagung ist wohl ein Faktor, doch auch Jod könnte möglicherweise Einfluss haben. Nicht nur Matthias Hank ist betroffen. Seit kurzem besteht bei seinem 12-jährigen Sohn ebenfalls der Verdacht auf Hashimoto. Erst nicht wusste, was ihm fehlt. Er fühlt sich eines Tages irgendwie seltsam und bemerkt körperliche Veränderungen. Hank ist sich sicher, irgendetwas stimmt nicht. Und das, obwohl er sich doch gesund ernährt. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so fit bin wie vorher, dass ich nicht mehr so sportlich bin, dass wenn ich kürzere Strecken, vielleicht 200 Meter leicht den Berg hochlaufe, außer Puste komme. Ich war erschöpft, müde, Schlafstörungen habe ich stark gehabt. Was ist nur los mit ihm? Bei 5 Medizinern hat er sich schon untersuchen lassen. Dann wendet er sich an einen Arzt für innere Medizin. Dr. Joachim Strinz veranlasst einen Bluttest und untersucht per Ultraschall die Schilddrüse. Die Problematik ist die, dass zunächst mal nicht an die Schilddrüse gedacht wird. Und zwar deswegen, weil die Veränderungen sehr schleichend und sehr langsam ablaufen. Die Schilddrüse, ein hochsensibles Organ. Erkrankt sie, geraten Stoffwechsel und Hormonhaushalt außer Kontrolle. Der Arzt ist sich sicher. Diagnose Hashimoto. Eine Erkrankung der Schilddrüse, die häufiger vorzukommen scheint. Und der Arzt ist überzeugt, dass die Zahl der Erkrankungen ansteigt. Unklar ist noch, wodurch bei Matthias Hank die Erkrankung ausgelöst wurde. Er achtet immer auf seine Ernährung, nimmt sogar Nahrungsergänzungsmittel ein, wie Millionen andere Menschen auch, die wie er meinen, damit mehr für ihre Gesundheit zu tun. Also ich habe das genommen, weil ich gedacht habe, das ist besonders gut für mich, da sind viele tolle Vitamine drin. Ich habe geraucht damals und dann dachte ich, ja, da brauche ich irgendwas. War ja auch in der Werbung immer drauf gestanden, ja, nehmen Sie, das ist gut für Sie. Matthias Hank glaubt an die Versprechen. Über Jahre nimmt er nahezu täglich das Mittel. Jede seiner Tabletten enthält dabei laut aktueller Verpackung 100 Mikrogramm Jod. Das allein schon ist die Hälfte der allgemein empfohlenen Tagesdosis. Wir haben den Verdacht, dass Jod in dem Krankheitsprozess doch eine Rolle spielt, dass das Jod quasi den ganzen Prozess in Gang setzt. Aber noch wissen die Mediziner nicht genug über die genauen Ursachen der Krankheit. Genetische Veranlagung ist wohl ein Faktor, doch auch Jod könnte möglicherweise Einfluss haben. Nicht nur Matthias Hank ist betroffen. Seit kurzem besteht bei seinem 12-jährigen Sohn ebenfalls der Verdacht auf Hashimoto. Sicher ist, dass Betroffene wie Matthias Hank ihre Jodaufnahme beobachten sollten. Aber wie kann das trotz einer Jodierung von Lebensmitteln funktionieren? Es wird da relativ unkritisch mit umgegangen. Ich betrachte Jod ja als Medikament in dem Sinn. Und eigentlich müsste man, wenn man ein Medikament nimmt, ja... Der großen Bäckereien, das Backhaus Lüning mit Hauptsitz in Bingen am Rhein und 50 Filialen in der Region. Über 300.000 Backwaren täglich.
Für Produktionsleiter Walter Sprengart ist Jodsalz selbstverständlich. Jodsalz verwenden wir seit ca. 15 Jahren schon. Und zwar haben sehr viele Kunden in der Zeit nachgefragt nach Jodsalz. Und weil Salz der Geschmacksträger in Backwaren ist, kommt nicht wenig davon rein. Wie viel extra Jod man so zu sich nimmt, ist kaum nachvollziehbar. Sprengart vertraut den gängigen Ratschlägen. Es geht durch die Presse. Jeder Arzt empfiehlt dir Jodsalz. Also ich habe keinen Kunden, der explizit nach Brötchen oder Brot fragt, ohne Jodsalz. Auch in zahlreichen deutschen Restaurants und Kantinen wird jodiertes Salz verwendet. Schwierig für alle, die ihre Jodversorgung selbst bestimmen möchten. Andere Großbäckereien, wie zum Beispiel Kamps aus Nordrhein-Westfalen, verzichten auf Jodsalz. In ihren hunderten Bäckereien und Backstuben wird nur noch mit unjodiertem Steinsalz produziert. Der Verzicht auf Jodsalz kommt denen entgegen, die zum Beispiel wegen gesundheitlicher Probleme ihre Jodzufuhr selbst kontrollieren wollen. So wie Matthias Hank. Er ist an der Schilddrüse erkrankt und sollte bei seiner Ernährung aufpassen. Sein Arzt empfiehlt ihm, sich jodarm zu ernähren. Gar nicht so leicht. Bewusst ist es so, dass ich ganz oft in Läden gehe und finde überhaupt keine Wurst ohne Jodzusatz, ohne Jodsalz. Also es ist ganz oft so, dass ich dann Packung für Packung in die Hand nehme, muss alle Zutaten durchschauen, wieder Jodsalz. Dann steht manchmal nur Salz, Klammer, jodiert. Also es ist vor allem auch nicht einheitlich die Bezeichnung des Jodsalzes. Matthias Hank ist besonders achtsam. Trotzdem ist es für ihn kaum möglich, beim Einkauf den Überblick zu behalten. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung liegt die obere tolerable Jodzufuhr bei gesunden Erwachsenen bei 500 Mikrogramm Jod am Tag. Doch es gibt auch Jodbefürworter, die bei Überschreitung der Dosis keine nennenswerte Gesundheitsgefahr sehen. Woanders gibt es allerdings Hinweise auf Folgen einer Überjodierung. Laut einer Studie des dänischen Forschers Peter Lauerberg haben Fälle von Schilddrüsenunterfunktion während der Jodierung in Dänemark deutlich zugenommen. Mögliche Folgen könnten Atemnot, Depressionen, Blutdruck und Herzprobleme sein. Werden die Risiken der Jodmengen in unseren Lebensmitteln unterschätzt? Wer zum Beispiel wegen Schilddrüsenproblemen auf Jod aufpassen sollte, hat es schwer. Wie Matthias Hank, der erst nicht wusste, was ihm fehlt. Er fühlt sich eines Tages irgendwie seltsam und bemerkt körperliche Veränderungen. Hank ist sich sicher, Experten darüber einig sind, wie viel Jod wirklich gut für jeden ist. Wir fordern halt, dass wirklich alles Salz, was wir verwenden, eigentlich jodiert sein sollte. Ich wünsche bitteschön kein Element extra den Lebensmitteln zugesetzt. Das Spurenelement ist lebensnotwendig und wichtig, um Schilddrüsenerkrankungen zu vermeiden. Doch die Entwicklung mancher Schilddrüsenkrankheiten sind erstaunlich, trotz Jodierung. So haben einige Ärzte den Verdacht, dass die Zahl der Erkrankungen ansteigt. Wie wirkt sich das zusätzliche Jod in Lebensmitteln aus? Und wie wirken sich jodierte Futtermittel aus, über die das Jod in tierische Produkte und darüber in unser Essen gelangt? Kann zu viel Jod zum Risiko werden? Terra Express will es wissen und lässt unterschiedliche Lebensmittel auf ihren Jodgehalt hin untersuchen. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Die Suche nach Klarheit wird wie ein Hindernislauf. Alles hat damit angefangen, dass Deutschland zum Jodmangelgebiet erklärt wurde. Vor allem in landwirtschaftlich genutzten Böden gäbe es zu wenig Jod, so Wissenschaftler. Eine wichtige Ursache dafür, dass unsere Bevölkerung nicht flächendeckend mit diesem lebenswichtigen Spurenelement versorgt werde. Vor allem ein Grund für viele Schilddrüsenprobleme. Inzwischen steckt Jod in unzähligen Lebensmitteln. Nicht nur, aber vor allem durch jodiertes Speisesalz. Ob Jodsalz drin ist oder normales Salz, muss draufstehen. Zu erkennen beim genauen Hinschauen im Kleingedruckten der Zutatenliste. Ein x-beliebiger Supermarkt. Welches Salz bevorzugen Kunden? Normales Salz, Meersalz. Jodsalz kaufe ich ein. Ich kaufe mal Biosalz. Und mit Jod halt. Weil ich denke, das ist gesünder. Tatsächlich handelt es sich bei ca. 80% des verkauften Speisesalzes um Jodsalz. Wer aber mit Jod vorsichtig sein will oder sollte, der kann es vermeiden. Denn es steht ja drauf. Aber was, wenn man nicht nur selber kocht und backt?
Eine der großen Bäckereien, das Backhaus Lüning mit Hauptsitz in Bingen am Rhein und 50 Filialen in der Region. Über 300.000 Backwaren täglich. Für Produktionsleiter Walter Sprengart ist Jodsalz selbstverständlich. Jodsalz verwenden wir seit ca. 15 Jahren schon. Und zwar haben sehr viele Kunden in der Zeit nachgefragt nach Jodsalz. Und weil Salz der Geschmacksträger in Backwaren ist, kommt nicht wenig davon rein. Wie viel extra Jod man so zu sich nimmt, ist kaum nachvollziehbar. Sprengart vertraut den gängigen Ratschlägen. Es geht durch die Presse. Jeder Arzt empfiehlt dir Jodsalz. Also ich habe keinen Kunden, der explizit nach Brötchen oder Brot fragt, ohne Jodsalz. Auch in zahlreichen deutschen Restaurants und Kantinen wird jodiert zähligen Lebensmitteln. Nicht nur, aber vor allem durch jodiertes Speisesalz. Ob Jodsalz drin ist oder normales Salz, muss draufstehen. Zu erkennen beim genauen Hinschauen im Kleingedruckten der Zutatenliste. Ein x-beliebiger Supermarkt. Welches Salz bevorzugen Kunden? Normales Salz, Meersalz. Jodsalz kaufe ich ein. Ich kaufe mal Biosalz. Und mit Jod halt. Weil ich denke, das ist gesünder. Tatsächlich handelt es sich bei ca. 80% des verkauften Speisesalzes um Jodsalz. Wer aber mit Jod vorsichtig sein will oder sollte, der kann es vermeiden. Denn es steht ja drauf. Aber was, wenn man nicht nur selber kocht und backt? Eine der großen Bäckereien, das Backhaus Lüning mit Hauptsitz in Bingen am Rhein und 50 Filialen in der Region. Über 300.000 Backwaren täglich. Für Produktionsleiter Walter Sprengart ist Jodsalz selbstverständlich. Jodsalz verwenden wir seit ca. 15 Jahren schon. Und zwar haben sehr viele Kunden in der Zeit nachgefragt nach Jodsalz. Und weil Salz der Geschmacksträger in Backwaren ist, kommt nicht wenig davon rein. Wie viel extra Jod man so zu sich nimmt, ist kaum nachvollziehbar. Sprengart vertraut den gängigen Ratschlägen. Es geht durch die Presse. Jeder Arzt empfiehlt dir Jodsalz. Also ich habe keinen Kunden, der explizit nach Brötchen oder Brot fragt, ohne Jodsalz. Auch in zahlreichen deutschen Restaurants und Kantinen wird jodiertes Salz verwendet. Schwierig für alle, die ihre Jodversorgung selbst bestimmen möchten. Andere Großbäckereien, wie zum Beispiel Kamps aus Nordrhein-Westfalen, verzichten auf Jodsalz. In ihren hunderten Bäckereien und Backstuben wird nur noch mit unjodiertem Steinsalz produziert. Der Verzicht auf Jodsalz kommt denen entgegen, die zum Beispiel wegen gesundheitlicher Probleme ihre Jodzufuhr selbst kontrollieren wollen. So wie Matthias Hank. Er ist an der Schilddrüse erkrankt und sollte bei seiner Ernährung aufpassen. Sein Arzt empfiehlt ihm, sich jodarm zu ernähren. Gar nicht so leicht. Bewusst ist es so, dass ich ganz oft in Läden gehe und finde überhaupt keine Wurst ohne Jodzusatz, ohne Jodsalz. Also es ist ganz oft so, dass ich dann Packung für Packung in die Hand nehme, muss alle Zutaten durchschauen, wieder Jodsalz. Dann steht manchmal nur Salz, Klammer, jodiert. Also es ist vor allem auch nicht einheitlich die Bezeichnung des Jodsalzes. Matthias Hank ist besonders achtsam. Trotzdem ist es für ihn kaum möglich, beim Einkauf den Überblick zu behalten. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung liegt die obere tolerable Jodzufuhr bei gesunden Erwachsenen bei 500 Mikrogramm Jod am Tag. Doch es gibt auch Jodbefürworter, die bei Überschreitung der Dosis keine... Er glaubt, dass die Bevölkerung davon einen Mangel hat. Man hat kaum die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob man jodierte Nahrung zu sich nehmen will oder nicht. Denn dazu müsste man wissen, wo, überall, wie viel Jod drin ist. Jod steckt übrigens nicht nur in Lebensmitteln. Schwangere beispielsweise bekommen das Spurenelement oft konzentriert in Tablettenform verabreicht, da sie besonders viel davon brauchen. Eine Standardprozedur, die vielfach angewendet wird, ohne vorher zu überprüfen, ob die werdende Mutter das Jod überhaupt benötigt oder ob sie nicht schon längst ausreichend damit versorgt ist. In solchen Fällen wäre es natürlich prima, wenn es einen sicheren Leitfaden gäbe, mit dessen Hilfe die Betroffenen selber ausrechnen können, wie viel sie täglich zu sich nehmen. Doof nur, wenn man sich auf die angegebenen Zahlen nicht verlassen kann. Wenn wir beim Einkaufen wissen wollen, ob und wie viel Jod in den Lebensmitteln wirklich drinsteckt, dann suchen wir oft vergeblich nach Informationen.
Auf vielen Verpackungen steht sowas nicht drauf. Aufklärung verspricht vielleicht das Internet. Tatsächlich, ein Jodrechner auf den Seiten des Pharmakonzerns Hexal soll helfen, den Jodgehalt im Essen zu bestimmen. Wir wollen wissen, wie viel Jod zum Beispiel in der Kuhmilch steckt. Der Rechner hat offenbar die Zahlen vertauscht. Gemeint sind 3,3 Mikrogramm Jod pro 100 Milliliter. Und da steht ein Vermerk. Der Jodgehalt kann deutlich höher sein, wenn Milchkühe jodiertes Futter erhalten. Wir wollen wissen, was das genau bedeutet und fahren zu einem Milchviehbetrieb. Der hier liegt in Mecklenburg-Vorpommern. 220 Kühe werden dort gehalten. Es ist üblich, dass die Tiere ein Spezialfutter bekommen, unter anderem versetzt mit Mineralstoffen, Vitaminen und mit Jod. Das Jod soll die hochgezüchteten Kühe stärken und vor Krankheiten schützen. Täglich wird dieser Futterzusatz mit Mais und Grassilage vermischt. Damit die Jodmenge konstant bleibt, achtet Betriebsleiterin Kathi Schiffler genau darauf, dass alles korrekt abläuft. Um zu gewährleisten, dass eine Kuh nicht mehr Jod zu sich nimmt oder auch weniger Jod, weil sie haben einen bestimmten Bedarf, wird das in einer Hofmischung vorgemischt und somit jeden Tag ja, ziemlich exakt zugegeben. Durchaus gängige Praxis ist es auch, die Zitzen der Kühe nach dem Melken mit jodhaltigen Mitteln zu desinfizieren. So kann Jod zusätzlich in die Milch der Kühe gelangen und den Jodgehalt entsprechend beeinflussen. Je nach Hof kann die Jodmenge stark variieren. Wie soll man da wissen, wie viel Jod am Ende in der Milch steckt? Terra Express will herausfinden, ob den Futtermittelherstellern bewusst ist, dass sie indirekt zur Jodversorgung der Menschen beitragen. Von zahlreichen angefragten unischen Forschers Peter Lauerberg haben Fälle von Schilddrüsenunterfunktion während der Jodierung in Dänemark deutlich zugenommen. Mögliche Folgen könnten Atemnot, Depressionen, Blutdruck und Herzprobleme sein. Werden die Risiken der Jodmengen in unseren Lebensmitteln unterschätzt? Wer zum Beispiel wegen Schilddrüsenproblemen auf Jod aufpassen sollte, hat es schwer. Wie Matthias Hank, der erst nicht wusste, was ihm fehlt. Er fühlt sich eines Tages irgendwie seltsam und bemerkt körperliche Veränderungen. Hank ist sich sicher, irgendetwas stimmt nicht. Und das, obwohl er sich doch gesund ernährt. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so fit bin wie vorher, dass ich nicht mehr so sportlich bin, dass wenn ich kürzere Strecken, vielleicht 200 Meter leicht den Berg hochlaufe, außer Puste komme. Ich war erschöpft, müde, Schlafstörungen habe ich stark gehabt. Was ist nur los mit ihm? Bei 5 Medizinern hat er sich schon untersuchen lassen. Dann wendet er sich an einen Arzt für innere Medizin. Dr. Joachim Strinz veranlasst einen Bluttest und untersucht per Ultraschall die Schilddrüse. Die Problematik ist die, dass zunächst mal nicht an die Schilddrüse gedacht wird. Und zwar deswegen, weil die Veränderungen sehr schleichend und sehr langsam ablaufen. Die Schilddrüse, ein hochsensibles Organ. Erkrankt sie, geraten Stoffwechsel und Hormonhaushalt außer Kontrolle. Der Arzt ist sich sicher. Diagnose Hashimoto. Eine Erkrankung der Schilddrüse, die häufiger vorzukommen scheint. Und der Arzt ist überzeugt, dass die Zahl der Erkrankungen ansteigt. Unklar ist noch, wodurch bei Matthias Hank die Erkrankung ausgelöst wurde. Er achtet immer auf seine Ernährung, nimmt sogar Nahrungsergänzungsmittel ein, wie Millionen andere Menschen auch, die wie er meinen, damit mehr für ihre Gesundheit zu tun. Also ich habe das genommen, weil ich gedacht habe, das ist besonders gut für mich. Da sind viele tolle Vitamine drin. Ich habe geraucht damals und dann dachte ich, ja, da brauche ich irgendwas. War ja auch in der Werbung immer drauf gestanden, ja, nehmen Sie, das ist gut für Sie. Matthias Hank glaubt an die Versprechen. Über Jahre nimmt er nahezu täglich das Mittel. Jede seiner Tabletten enthält dabei laut aktueller Verpackung 100 Mikrogramm Jod. Das allein schon ist die Hälfte der allgemein empfohlenen Tagesdosis. Wir haben den Verdacht, dass Jod in dem Krankheitsprozess doch eine Rolle spielt, dass das Jod quasi den ganzen Prozess in Gang setzt. Aber noch wissen die Mediziner nicht genug über die genauen Ursachen der Krankheit. Genetische Veranlagung ist wohl ein Faktor, doch auch Jod könnte möglicherweise Einfluss haben. Nicht nur Matthias Hank ist betroffen. Seit kurzem besteht bei seinem 12-jährigen